Hallo allerseits, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing von mir. Diesmal geht es um eine Spur 1 Lok von Märklin im Maßstab 1 zu 32. Der Originalkarton der Baureihe 78 ist 64 cm lang, 18 cm breit und 20 cm hoch. Wir haben hier zum Ausprobieren und Testen die 78er in einer Wendezugversion der Epoche 3 mit der Artikelnummer 55077, und wie man hier auf dem Karton schon sehen kann, hat die Lok einen Multiprotokolldecoder, der sowohl MFX als auch DCC unterstützt und natürlich auch das alte Motorola-Format. Es macht aber wenig Sinn, weil ja heute die Loks viel mehr Digitalfunktionen haben und der Motorola-Standard ja eigentlich nur 5 Funktionen jeweils schalten kann. Jetzt werden wir mal ins Innere der Verpackung sehen. Hier sieht man die Styroporschale, mit der die Lok sehr sicher für den Transport geschützt ist. Sie ist mit Spanngurten verspannt, damit die Lok fest auf dem Stellbrett bleibt. Dann sehen wir verschiedene Zurüstteile an beiden Enden. Dann sehen wir hier noch Figuren. Auf das gehen wir jetzt gleich näher ein. Also als erstes haben wir hier einen Schraubenschlüssel, mit dem die Lok dann vom Stellbrett heruntergeschraubt werden kann. Dann sehen wir hier eine Telex-Kupplung, eine elektrische Kupplung, die als Austausch dient dazu, weil die Lok serienmäßig vorne eine Vorbildkupplung hat. Aber wer sie eben auch hier mit Telex-Kupplung fahren lassen will, kann das austauschen. Dann sehen wir hier noch passend Bremsschläuche. Dann sehen wir hier eine Pipette für den Rauchentwickler der Lok. Dann sehen wir hier Figuren, den Heizer und den Lokführer. Und dann sehen wir hier noch Zurüstteile zur Verschönerung der Zylinderpartie. Vorne sind nämlich normal beim Einsatz für einen kleinen Radius bei 1020 mm keine Kolbenschutzrohre montiert, und deshalb liegt hier eben ein Zylinderdeckel bei und auch Kolbenschutzrohre bei. Und dann sieht man hier nochmal eine Schraubenkupplung, die man dann auch noch hinten anbringen kann an der Lok. Und dann sehen wir hier noch einen Heizschlauch zusätzlich, und hier haben wir noch eine Schaufel für den Heizer, damit der auch schön in Szene gesetzt wird, wenn er im Führerhaus ist. Zunächst muss nun die Styroporpackung aus dem unteren Karton herausgehoben werden. Jetzt sieht man, dass das Stellbrett unten vorne und hinten noch durch Styropor geschützt wird und geschützt ist. Und wenn man jetzt die Spanngurte abnimmt und die Styroporschale abzieht, dann sieht man unten drunter, dass die Lok auch nochmal geschützt ist mit Folie. Und wenn wir die jetzt abnehmen, können wir das erste Mal auf die Baureihe 78 sehen, dass wir sie in vollem Glanz hier erleben können. Man sieht unten bei den Radsätzen, dass hier noch ein bisschen Schaumgummi-Einlage ist, damit die Radsätze hier geschützt werden, weil die ja federn, und damit die eben da oben nicht irgendwo anstoßen und damit das alles beim Transport auch sicher verpackt ist. Jetzt schauen wir mal einmal einen ersten Blick auf das tolle Modell, das hier ja komplett aus Metall gefertigt ist und so gut wie keine Kunststoffteile hat, nur ganz kleine Teile, teilweise die Bremsbacken sind aus Kunststoff gemacht, weil da dann eventuelle Kurzschlüsse Probleme bereiten könnten. Und jetzt werden wir dann die Lok hier vom Brett abschrauben, bevor es dann richtig losgeht mit der Probefahrt. Zur Abnahme der Lok vom Stellbrett benötigt man entweder eine Lokliege oder in meinem Falle habe ich hier eine Schaumstoffauflage, die möglichst wenig Druckpunkte auf die Lok hinterlässt und so die Last gleichmäßiger verteilt. Hier sehen wir die zwei Schrauben, mit denen dann das Stellbrett abgeschraubt wird. Jetzt wird das Stellbrett abgeschraubt. Die Parallaxscheibe entfernt. Und wenn man dann das Stellbrett abnimmt, sieht man, dass die Lok selber hier nochmal zwei weitere Beilagscheiben hat und zwei Bolzen, mit denen die Lok eben am Stellbrett hier fixiert ist. Und für die beiden Bolzen brauchen wir jetzt den Schraubenschlüssel, der beiliegt, um die Bolzen zu lösen. Ganz fest verschraubt. Dann können wir sie von Hand lösen. Dann
Dann nehmen wir schon mal die ersten beiden Schaumstoffeinlagen für die Radsätze ab. Die anderen beiden können wir auch rausziehen. Nachdem die Lok jetzt so schön vor uns liegt, wollen wir auch gleich mal einen Blick drunter werfen, weil man ja normalerweise unter die Lok auf der Eisenbahnanlage kaum sehen kann. Das nutzen wir jetzt einfach hier aus. Wir sehen hier das Vorlaufdrehgestell, das nicht nur drehbar ist, sondern auch über eine Kulissenführung in weitem Bereich schwenkbar. Dann ist die erste Laufachse starr, nur ein bisschen pendelbar. Die zweite Laufachse ist etwa 4 mm horizontal verschiebbar. Die dritte ist wieder sehr starr, nur ein bisschen pendelnd. Und dann das Nachlaufdrehgestell ist auch wieder mit einer Kulissenführung schwenkbar, drehbar, damit die Lok eben wunderschön den engen Gleisradius mit 1020 mm bewältigen kann. Und jetzt werfen wir nochmal einen Blick unter die Hauptachse in der Mitte, weil dort auch der Hallsensor sich befindet. Ich muss mal für Beleuchtung sorgen, der dafür sorgt, dass das Geräusch radsynchron hier wiedergegeben wird. Und zwar sieht man hier dann einen Ringmagneten und hier das mit der grünen Leiterplatte. Das ist der Hallsensor, der vom Magneten die Taktimpulse aufnimmt, damit die Lok eben radsynchron in Abhängigkeit von der Stellung der Räder dann das Geräusch und den Dampfausstoß liefern kann. So, jetzt setzen wir die Loks erst einmal aufs Gleis. Das ist bei etwas mehr als 6 Kilo, alles andere als leicht und schon ein kleiner Kraftakt. Das müssen wir hier ganz vorsichtig machen. Und dann setzen wir die von hinten auf, dass schon mal die Hauptachsen richtig stehen. Und dann gleichen wir noch den Vorlauf und den Nachlauf aus. Dann ist die Lok jetzt fertig für die erste Probefahrt. Jetzt kommt eine allererste Probefahrt auf die Schnelle, um mal zu schauen, ob die Funktionen alle gehen. Machen wir mal die Beleuchtung an und das Geräusch ein. Oh, das ist ganz schön laut. Und den Pfiff. Dann ein kleines Stück Fahrt. So, bevor wir jetzt aber weitere Geräusche und weitere Sachen zeigen, werde ich jetzt dann noch die Kolbenschutzrohre montieren, damit die Lok auch schöner dasteht und dann auf dem Modul Aufnahmen machen, weil die Lok dann da eben schöner in Szene gesetzt werden kann. So, inzwischen steht die Baureihe 78 auf einem meiner Fotografiermodule für Modellbahnzeitschriften. Ich zeige hier nochmal die Zylinderpartie, von der wir vorhin gesprochen haben, die ja vorne eine zusätzliche Verkleidung und ein Kolbenschutzrohr bekommen hat, allerdings dann natürlich nicht für den Einsatz auf engen Gleisradien gedacht ist, sondern nur auf ganz, ganz großen Radien, ab etwa 3 Meter schätze ich, wird das funktionieren. Ich habe es aber nicht ausprobiert. Dann schauen wir mal nochmal vorne. Wir sehen hier die Rauchkammertüre, die ich jetzt gleich mal öffnen werde. Die Rauchkammertüre hat bewegliche Vorreiber, mit denen man sie wirklich dann wie im Vorbild öffnen kann. Sie ist also verschlossen erstmal mit diesen 6 Vorreibern, die wir hier jetzt mal aufmachen. Und dann kann man sie öffnen und dann sieht man dahinter nur eine Steckverbindung für die Spitzenbeleuchtung. Und jetzt schauen wir uns die weiteren beweglichen Funktionen des Modells an. Die Lok hat hier über den Wasserkästen bewegliche Deckel. Und unter einem der Deckel sieht man hier auch einen Schalter, mit dem man den Rauchentwickler der Lok deaktivieren kann. Dann haben wir hier bewegliche Führerstandstüren. Man kann hier mal schauen, ob man ein bisschen was im Führerstand erahnen kann. Jetzt nochmal mit einer etwas besseren Beleuchtung, weil die eingebaute Beleuchtung zwar für stimmungsvolles Licht reicht, aber nicht zum Filmen. Und man sieht, dass sich Märklin hier wirklich viel Mühe gegeben hat, für eine Detaillierung zu sorgen. Wir schauen mal nach oben, dann sehen wir die Manometer. Und ich habe noch eine Kleinigkeit auch als Besonderheit. Mal schauen, ob man das sieht. So, jetzt kann man es hoffentlich halbwegs erkennen. Das ist die Feuerbüchse, die beleuchtet wird, wenn man das Kohlenschaufeln aktiviert. Dann haben wir auf der Rückseite
eine der beiden Telex-Kupplungen, die elektrisch geschaltet werden. Vorne ist ja nur momentan die Schraubkupplung montiert, die Zierkupplung. Dann sehen wir hier eine rote Schlussbeleuchtung, die natürlich dann bei Fahrtrichtungswechsel auf Dreilicht weiß umschaltet, die man aber auch deaktivieren kann im Zugverbund. Auch das geht per Digitalzentrale. Dann schauen wir noch mal ein Stück unter die Lok, damit man hier auch ein bisschen sehen kann, wie das alles hier schön verarbeitet ist. Hier sehen wir noch eine zuschaltbare Triebwerksbeleuchtung. Und jetzt werden wir uns dann mal die Lok auch anschauen mit Geräusch und mit ein bisschen Qualm. Der Rauchentwickler der Lok wird mit einem speziellen Dampföl gespeist, das man oben in den Schlot einfüllt, maximal 15 Milliliter, mit Hilfe dieser mitgelieferten Pipette. Und dann schaltet man mit der Digitalzentrale die Funktionstaste für den Rauch ein und ich schalte jetzt auch das Geräusch mal mit ein. Bereits nach wenigen Sekunden fängt der Rauchentwickler an zu qualmen. Und das schaut recht realistisch aus. Dann haben wir hier nochmal eine Spezialität, die ich noch zeigen möchte. Und zwar die Nachbildung einer richtigen Dampfpfeife, die, wenn man per Funktionstaste den Pfiff auslöst, auch richtig realistisch qualmt. Und auch bei der Auslösung des Rangierpfiffs. Und schließlich gibt es auch noch einen Dampf aus den Zylindern, der ebenfalls sehr realistisch aussieht. Und bei Fahrt sich natürlich auch in der Intensität erhöht. Hier ist nochmal die Beleuchtung zum Sehen bei Wechsel der Fahrtrichtung. Und man kann sie auch deaktivieren. Und dann haben wir noch zuschaltbar eine Lichtmaschine für den realistischen Vorbildbetrieb, die ich allerdings aus Geräuschgründen jetzt hier eigentlich in der Regel immer weggelassen habe, weil es dann doch etwas ruhiger ist. So, und jetzt schauen wir uns auch nochmal die Telex-Kupplung an, die Märklin ja hier bei diesem Modell wieder verbaut hat, die sehr schlank ist im Gegensatz zu den früheren Kupplungen. Und auch wenn man die Funktionstaste drückt, mit entsprechendem Geräusch gekoppelt ist. Nochmal. Natürlich hat Märklin der Lok auch wieder einige Geräusche spendiert. Ein paar haben wir ja schon gehört. Aber jetzt kommen wir noch auf einige weitere zum Sprechen. Wie zum Beispiel das Sanden, das man hier aktivieren kann über die Funktionstaste 6. Oder das Kohlenschaufeln, das wir auch vorher schon mal gehört haben. Dann gibt es noch ein Geräusch eines Kipprosts. Jetzt schaufelt er noch, warten wir noch ein bisschen. So, jetzt kommt der Kipprost. Dann die Luftpumpe. Dann der Injektor. Mit F13, F14 gibt es noch eine Wasserpumpe. Dann Dampf ablassen. Den Rangierpfiff haben wir ja schon mal gehört, jetzt hier nochmal kurz. Dann gibt es einen Schaffnerpfiff. Dann noch ein Schienenstoßgeräusch, das man nur während der Fahrt hört. Dann haben wir noch zwei Lokführerdialoge. Wir müssen beim nächsten Halt mal nach dem Klappern schauen. Und der Dialog war jetzt übertrieben, einfach eine Ansage war das. Achtung,
da kommt die Steigung. Da brauchen wir mehr Dampf. Dann gibt es das Sicherheitsventil. Und jetzt kommt noch eine Bahnhofsansage. Am Bahnsteig bitte zurückbleiben. Dann haben wir noch mit der Funktionstaste F25 Wasser fassen. Dann gibt es mit F26 Kohle fassen. Der Vollständigkeit halber können wir auch noch Sand fassen. Dann ist noch mechanisch per Funktionstaste auslösbar das Geräusch des Handrads der Steuerung, auf die wir später nochmal genauer eingehen werden. Und schließlich gibt es noch einen Hilfsbläser. Und zum Abschluss nochmal das Telex-Kupplungsgeräusch, das normal dann mit der Telex-Kupplung hinten oder auch mit der vorderen gekoppelt ist. Für die Funktionstaste 30 ist das schon vorbereitet, falls man vorne auch eine Telex-Kupplung anbringen möchte. Jetzt schauen wir uns noch die Steuerung an, die Märklin mit Hilfe eines Servomotors und einer aufwendigen digitalen Ansteuerung sehr realistisch nachgebildet hat. Zu Beginn der Fahrt bewegt sich der Hebel und die Handkurbel hört man, und während der Fahrt wird der Hebel dann zurückgenommen und man kann das sehr realistisch nachempfinden. Auf der Lokführerseite ist die Steuerung noch realistischer nachgebildet, weil man hier ja auch das Handrad der Steuerung sieht und der Hebelarm, den hat Märklin natürlich dann auch hier entsprechend beweglich ausgestattet und entsprechend animiert, wenn man die Lok das Anfahren beginnt. Man sieht, dass sich der Hebel ganz langsam bewegt und dann nochmal rauf und runter gefahren wird und später dann im Verlauf der Fahrt fast komplett zurückgenommen wird. Das sehen wir jetzt dann gleich. Und jetzt bei Stand bleibt er, da geht er dann ganz retour in die Ausgangsposition. Wenn wir die Fahrtrichtung wechseln, dann sehen wir es umgekehrt. Fährt nach unten. Wird dann zurückgenommen. Und beim Stillstand wieder in die Ausgangsposition. So, ich denke, das müsste jetzt reichen als Einblick in die Baureihe 78 von Märklin. Ich hoffe, mein Unboxing hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen würden.